Möglichst viele Steirerinnen und Steirer sollten so lange wie möglich zu Hause wohnen können. Deshalb gibt es nun seitens des Landes Steiermark eine Förderung für barrierefreies und altengerechtes Sanieren. Wir wollen mit dieser Barrierefreiheit, mit den altengerechten Wohnen, was wir neu fördern, Vorsorgen, Präventionsmaßnahmen setzen, dass wenn man einmal älter wird und man kann sich nicht mehr so helfen, man kommt in die Badewanne nicht mehr so rein, wie man das gerne hätte, dass wir bereits vorher die Maßnahmen setzen, damit können wir länger in unseren vier Wänden bleiben, dort bleiben, wo man Jahrzehnte gewohnt hat und man muss nicht in ein Heim oder außerhalb betreut werden. Und die mobilen Dienste, die betreuen uns ja leichter, wenn das vorhanden ist. Ein weiterer Aspekt, der dabei nicht außer Acht gelassen werden darf, sind neue Arbeitsplätze. Ja, wenn das Angebot ausgeschöpft wird, was das Land zur Verfügung stellt, werden das bis zu 1000 Arbeitsplätze sein im Bereich Bauwesen, Elektro bis hin zum Installateurbereich und Gesamtbauinvestitionsvolumen von 15 Millionen Euro in der Steiermark auslösen. Bevor die Förderung in Anspruch genommen werden kann, sollten sich die Antragsteller genau informieren. Zu so einer Förderung kann man nur kommen, wenn man mit einer Behindertenmaßnahme noch nicht begonnen hat. Also es darf vorher nicht umgebaut werden, sondern man muss zuerst eine Beratung in Anspruch nehmen von der Fachabteilung 17a und von dort muss man ein positives Gutachten haben plus Kostenvoranschläge und dann kann man in der Wohnbauförderung einreichen. Mit wie viel Unterstützung kann man nun bei einer Förderung für barrierefreies und altengerechtes Sanieren rechnen? Die Förderung für das Eigenheim beträgt maximal 30.000 Euro. Man kann entweder einen Bankkredit aufnehmen und bekommt einen 30%igen Annuitätenzuschuss. Das heißt, 14 Jahre lang eine monatliche Rückzahlungsrate von rund 155 Euro. Wenn sich der Marktzinssatz beim Bankzinssatz nicht verändert. Oder man kann einen verlorenen Zuschuss von 15% erhalten. Das sind bei 30.000 Euro, 4.500 Euro bekommt man als Förderungsbeitrag. Ein Beitrag, der nicht nur für ältere Menschen Sinn macht, sondern auch für das Land, wenn man bedenkt, dass 2050 mehr als ein Drittel der Bevölkerung über 65 sein werden. Die SPÖ Graz ist im Umbruch. Jetzt ist die beste Zeit, die Zukunft der Stadt, der Politik und der Partei mit Edi Müller mitzugestalten. Unter dem Motto Miteinander im Gespräch hat sich Edi Müller mit der Grazer Bevölkerung mit dem Engagement, vieles zum Positiven zu verändern, ausgetauscht. Wir wollen die Partei öffnen und haben deshalb zu diesen Veranstaltungen auch Meinungsbildner, Leute aus der Region eingeladen, zusätzlich zu Parteimitgliedern, um mit uns gemeinsam zu sprechen. Ich möchte Themen erfahren. Themen, die für die Stadt wichtig sind, die für Sie als Bewohner, Bewohnerinnen dieser Stadt wichtig sind. Inhalte über Verkehr, Soziales, Familie und Umwelt standen dann im Vordergrund. Und dabei wurden die Anliegen der Grazerinnen und Grazer diskutiert. Für mich persönlich spielt die Gesundheit natürlich eine Rolle, da ich Arzt bin. Und da hoffe ich natürlich, dass wir auch für Graz einige Gesundheitsprojekte weiterbekommen. Also ich wünsche mir vom Edi Müller, dass Graz einfach kindergerecht wird. Und sollte ich Kinder haben, dass die in einer guten Umgebung aufwachsen und dass er das Umfeld dafür schafft. Was noch wichtig wäre, wäre, wenn man sich das Umfeld so ansieht, also unsere Wohnsituationen, dass man da vielleicht ein bisschen auch dafür sorgen könnte, die Kommunikation zwischen den Kulturen von mir aus auch zu stärken, dass man sie untereinander einfach besser versteht. Sich verstehen, miteinander reden können, nur so kann in Graz eine Zukunft positiv gestaltet werden. Unter dem Thema Mein, Dein, Unser Graz geht es um die gemeinsame Anstrengung, gemeinsam Graz zu entwickeln, die Zukunft von Graz zu gestalten. Und dazu lade ich Sie, lade ich euch alle ganz herzlich ein. Er ist immer sehr menschennah, hat immer ein offenes Ohr für alle, fragt nach den Problemen. Allein wenn man anschaut, was sich im Wirtschaftsbereich, im Wissenschaftsbereich, im Innovationsbereich tut, dann ist das ein Potenzial, das es zu entwickeln gilt. Wir haben
in Graz einen Zuzug von rund 1000 Menschen pro Monat. Das heißt, die Stadt wächst und wir müssen hier die Stadt für diese Menschen, die jetzt auch nach Graz kommen, und für die Bestehenden eben entsprechend lebenswert halten. Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Und Eddie Müller ist der Mann, der es schaffen kann. Ich möchte mit den Menschen vorher sprechen. Ich möchte zuhören und mache das auch, um daraus mir ein Bild zu machen. Das ist Eddie Müller, der dann aber sehr wohl Zeichen setzt und wirklich auch die Handlung in die Hand nimmt, weil ich bin es auch aus meiner Vergangenheit gerade als Manager in der Joanneum Research Forschungsgesellschaft durchaus so gewohnt. Es ist nicht nur sein Wissen aus der Wirtschaft. Es sind auch Edi Müllers internationale Kontakte, die sich positiv für Graz verwerten lassen. Ich habe mich bereit erklärt, hier auch zur Verfügung zu stehen, hier in die Politik zu gehen, um Graz zu gestalten. Und es ist so viel Potenzial vorhanden, dass ich glaube, wir können wirklich Graz einen wesentlichen Schritt weiterbringen. Was passiert, wenn ein 8-Liter Wasser auf ein 1/4 Liter brennendes Öl trifft? Etwa 25.000 Mal brennt es in Österreich. Dabei kommen 50 bis 100 Menschen ums Leben und es werden Schäden von etwa 200 Millionen Euro verursacht. Und das jedes Jahr. Wenn alle Vorsicht nichts nützt, gibt es hoffentlich einen Feuerlöscher. Ich soll halt gleich sehen, wo der Feuerlöscher ist. Und am besten ist irgendein im Fluchtbereich, wo ich weiß, dort laufe ich raus oder rein, dass dort in der Nähe der Feuerlöscher ist. Den sollte man nicht zu hoch montieren, damit man ihn im Ernstfall leicht von der Halterung bekommt. Und man muss sich mit dem Gerät auskennen. Ich muss einmal schauen, wie er funktioniert, weil es gibt sehr viele verschiedene Geräte mit einem Splint, mit einem Schlagknopf, mit einem Handrad, was aufzudrehen ist. Also das muss man mal schauen, wie er funktioniert. Und dann ist wichtig, immer von vorne und unten beginnen, das Feuer zu löschen, in kurzen Stößen. Warum? Weil ich immer einen Rest im Feuerlöscher drin behalten soll, weil das Feuer wieder anfangen kann zu brennen. Egal ob Schaumlöscher für den Wohnbereich oder Pulverlöscher für die Garage. Gewartet müssen alle werden. Der Gesetzgeber schreibt eine Prüfung alle 2 Jahre vor. Ist auch gut so, weil man muss sich vorstellen, manche Feuerlöscher haben 15 Bar, die meisten sagen wir haben 15 Bar, dauert Druck drinnen, kann immer irgendeine Dichtung gehen. Ein defekter Feuerlöscher kann große Probleme verursachen. Er kann erstens im Brandfall versagen und zweitens... Versicherungstechnisch könnte ich Probleme kriegen. Habe ich einen Brandfeuerlöscher, funktioniert nicht, ist nicht geprüft, kann die Versicherung sagen, so wie wenn ich heute mit abfahrenden Reifen mit dem Auto fahre, dass ich nicht meine Auflagen erfüllt habe. Besonders wichtig ist diese Wartung dort, wo es um Leben oder Tod geht, wie im Grazer LKH West. Und hier sind die Dimensionen andere. Eine Sprinkleranlage mit 1300 Brandmeldern, Wandhydranten und etwa 200 Feuerlöscher sorgen hier für Sicherheit. Diese Feuerlöscher müssen auch natürlich in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Das ist ein 2-jähriger Abstand und das wird eben mit einer Regelmäßigkeit eben durchgeführt. Und da sind wir immer froh, wenn sagen wir mal, dementsprechende Firmen und Partner eben zur Verfügung haben, die eben das, wenn wir sagen, sorgfältig durchmachen, weil ein Feuerlöscher sollte ja im Fall eines Brandes eben jederzeit zur Verfügung stehen und eben dementsprechend eben sicher die Aufgabe oder seine Aufgabe eben verrichten. Dieser Partner für das LKH West ist die Firma Weinrauch. Das Grazer Familienunternehmen gibt es schon seit mehr als 25 Jahren und es hat alles, was man dafür braucht, um ein Feuer zu löschen. Und das für alle Bereiche. Von der Garçonnière bis zum Großunternehmen sorgt die Firma Weinrauch dafür, dass feuerschutztechnisch wirklich gar nichts anbrennt.